Ich verstehe nicht, warum diese Rasenmäherindustrie nicht mehr von solchen Sichelmähern mit Walzenantrieb anbietet. Hallo, liebe Rasenfreaks! Wumm. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir haben heute den 15. Juli. Juli. 15. Juli, Montag, der 15. Juli. Wir waren eine Woche nicht da. Ich habe am Samstag vor einer Woche das letzte Mal gemäht. Eine Woche nicht gemäht. Und ja, jetzt freue ich mich umso mehr auf das Mähen nach 8 Tagen. Und wir schauen mal, wie der Rasen aussieht. Ich gucke immer schon so hin. Wir schauen mal, wie der Rasen aussieht. Wie hoch ist er rausgewachsen? Was finden wir nach einer Woche auf der Rasenfläche? Also kommt mit. Ich schließe erstmal die Garage auf und dann geht's los. Yeah. Schauen wir mal. Sehr lieber Rasenfix, wir haben ein herrliches Wetter. Wir waren eine Woche nicht da in Dänemark. In Dänemark an der Nordseeküste war ziemlich kritisches Wetter. Meine Frau versucht hier zurückzugehen, rückwärts zu laufen. Ja, also der Rasen ist ordentlich rausgewachsen, ordentlich herausgewachsen. Ich habe ihn, wie gesagt, vor 8 Tagen nochmal komplett gemäht. Und ja, das ist schon, boah. Ist schon heftig. Das ist ja genau das Problem, was wir haben. Wir Rasenfreaks, wir können unseren Rasen eigentlich nicht wirklich alleine lassen, weil nach spätestens 2 Wochen ist das Gras so weit herausgewachsen, dass dann wieder das Mähen auf die ursprüngliche Schnitthöhe ja durchaus eine Katastrophe sein kann, weil dann könnte man eben doch das Gras kaputt machen, ne? Die Ein-Drittel-Regel. Es gibt sogar ja so bis zu 50% der Schnitthöhe kann man vielleicht in einem Schnitt mal runterschneiden, aber alles, was da drüber ist, wird richtig gefährlich. Dann ist das Gras braun, dann geht es kaputt. Also das ist eben der Stress, den wir im Sommer haben, wir Rasenfreaks mit Urlaub. Geht eigentlich gar nicht. Egal, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich weiß. Man kann natürlich auch mal einen lieben Nachbarn fragen, ob er mal mähen könnte. Mache ich jetzt auch natürlich in der Regel. Aber ich wollte mal jetzt genau das euch zeigen nach einer Woche. Was passiert nach einer Woche? Wie sieht der Rasen hier aus? Man sieht ja hier sehr schön an unserer Ostfläche, die wir ja neu angelegt haben, mit der Pestuca rubra, mit dem Rotschwingel und mit der Poa pratensis, der Wiesenrispe, haben wir hier teilweise neuen Mutterboden draufgepackt, ganz schlechten Mutterboden, habe ich mal im Video mal gezeigt, ganz miese Wasserdurchlässigkeit. Hier auf der rechten Seite noch der alte Mutterboden, hier ist es richtig super grün, super dicht, herrlich gewachsen, hier links neue Mutterbodenfläche, wesentlich schlechteres Wachstum, kaum richtig rausgewachsen, spittelig der Rasen, heller, deutlich heller als da auf der Fläche mit dem alten Mutterboden. Da sieht man also, finde ich, wirklich krass, wie wichtig ein guter Mutterboden, eine gute Rasentragschicht ist für ein schönes Wachstum. Was wir hier auch haben, sind Fremdgräser, also das ist der Hammer. Also hier haben wir hier so ganz stark herausgewachsene, ganz spitze Fremdgräser. Ich kann das auf die Schnelle gar nicht sagen, was das ist. Also sehr borstig. keine Ahnung. Ja, ich will auf jeden Fall euch nochmal in einem der nächsten Videos ein bisschen genauer das Thema Gräserbestimmung erklären. Ich habe dazu eine schöne Tabelle erstellt aus den ganzen Informationen, die ich so zum Thema Gräser ja, herausgesucht habe. Das ist ein sehr schwieriges Thema, tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Dazu muss man tatsächlich eine Lupe haben. Da reichen Fotos überhaupt nicht, um jetzt genau zu sagen, was für ein Gras hier habe ich in meiner Rasenfläche. Es gibt typische Gräser, die man sehr gut erkennen kann, wie das deutsche Weidelgras, die Lolium, Päne. Die kann man relativ schnell erkennen. Es gibt ein paar Gräser, die in so einer ja, Monokultur natürlich auch deutlich schnell sichtbar werden und gut zu erkennen sind, wenn man weiß, wie so die Eigenschaften sind. Darauf gehe ich jetzt nicht speziell ein. Wir haben hier auch tatsächlich in dieser Festuca rubra, in dieser Rotschwingelfläche, ein paar ganz komische Fremdgräser drin. Die sind gar nicht komisch. Ich zeige mal eins hier zum Beispiel. Hier eine, erstmal grundsätzlich schlechter Boden, schlechtes Wachstum. Die Festuca ist so ganz spitz, so nadelförmig, so ganz feine Gräser. Und hier breitet sich ein anderes Gras aus. So ein bisschen fächerig. Und das krabbelt so in die Breite. Und wenn man mal hier so ein Gras so hochzieht, ich habe das schon mal gezeigt, dann kann man das auch tatsächlich so ein bisschen vom Boden abziehen.
Und das ist tatsächlich der Diagrostis stolonifera. Und um die jetzt zum Beispiel zu bestimmen, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Und die unterscheidet sich von der ganzen Art und Weise deutlich von den anderen Gräsern. Sticht hier so richtig hervor, ist so bläulich-grün. Und das andere Gras ist eher so ja, hell bis mittelgrün. Und die Blattform ist eine andere, ne, so ein bisschen breitblättriger, spitz zulaufende Blätter. Dann eben kriechen, über den Boden kriechend. Kann das vielleicht ein bisschen, hat sich hier schon schön verzahnt. Und die kriecht halt eben über die Fläche, treibt oberirdische Ausläufer. Und deswegen sieht das hier eben so aus. Und ja, will ich natürlich nicht haben. War mir klar, dass hier in dieser Fläche noch die sogenannten Stolonen, diese Ausläufer, drin sind in dem alten Boden. Wir haben das nicht wirklich konsequent totgespritzt hier, diese Fläche. Und dann passiert natürlich sowas. Und gerade so ein Gras, das sehr aggressiv ist, sehr starke Ausläufer bildet, sich immer weiter ausbreitet, das ist ein echtes Problem. Aber dazu kommen wir später. Wir werden jetzt erstmal mähen. Nein, wir gucken noch mal ganz kurz die anderen Flächen an. Und dann hole ich den Mäher raus. Hier auch ganz viel Agrostis stolonifera. Hier mein Grün, das auch schon ganz kräftig herausgewachsen ist. Da hole ich gleich noch mal mein Höhenmesser, um mal zu schauen, wie hier jetzt so der Auswuchs ist. Ob ich überhaupt jetzt die Ein-Drittel-Regel noch einhalten kann. Bis, ja, ich sag mal, bis 50% des Auswuchses kann man gerade so noch abschneiden. Dann wird es wirklich kritisch. Und hier auf der etwas höheren Fläche, auf meiner Färbefläche, da kommt die Sonne, das passt gut. Hier ja, ist es natürlich auch kräftig rausgewachsen. Und hier stehen ganz viele Halme schon richtig hoch. Und das ist tatsächlich in der Regel das deutsche Weidelgras, die Lonium paenne, die man eben sehr gut erkennen kann an dieser stark glänzenden Unterseite, an so einem ganz deutlichen Kiel und an einer gerieften Oberseite. Und die wächst halt deutlich stärker als das andere Gras. Die bildet auch so Blütenstängel, ganz typische Blütenstängel hier, wo sie die Ährchen, diese kleinen Ährchen, die sind hier so direkt an der sogenannten Hauptachse angesetzt. Ganz typisches Bild für so ein Lolium-Blütenstängel. Und die sind sehr hart, stehen also sehr stark hoch. Hier ist noch einer überall. Und die kriege ich auf keinen Fall. Guck mal, der ist auch heftig hier. Komm mal bitte dichter, das ist ja Wahnsinn. Oh, guck mal, der hier hoch steht. Und wenn ich hier mit dem Spindelmäher rübergehe, dann kriege ich die nicht abgeschnitten. Das heißt, ich muss jetzt erstmal mit meinem Sichelmäher hier rübergehen, die ganzen rausstehenden Halme und Stängel erstmal abmähen und dann im zweiten Schritt nochmal mit dem Spindelmäher rübergehen, um dann eben auf die gewünschte Schnitthöhe zu kommen und auch einen richtig schönen Schnitt zu erzeugen. Das lässt sich jetzt tatsächlich nach so einer Woche schon nicht mehr vermeiden. So, ich habe mal hier meine beiden Spielzeuge aus der Garage geholt. Einmal den Sportman Elektra, der ist auf 13 mm eingestellt. Der Stieger hat ja hinten auch einen Walzenantrieb. Ich finde den Mäher übrigens nicht schlecht. Es gab sehr viel Kritik, als ich den Mäher vorgestellt habe. Ja, Stieger hat sicherlich Qualitätsprobleme, aber grundsätzlich gefällt mir dieses Teil sehr, sehr gut. Ich mähe damit wirklich sehr gerne. Das Messer ist sehr, sehr, sehr scharf, also bleibt lange scharf. Es ist ein sehr guter Stahl tatsächlich. Also er hat auch seine Qualitäten, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Ich werde mal die Schnitthöhe messen. Das kann man natürlich einmal mit so einem von mir selbst gebauten, Bauanleitung gibt es bei uns auf der Homepage, von mir selbst gebauten Schnitthöhenmesser. Ein sehr schönes Gerät. Und hui. Eieieiei. Also Halme bis locker 45 mm rausgewachsen. Die meisten Halme liegen so zwischen 25 und 30 mm. Wie gesagt, ich hatte 13 mm Schnitthöhe. 26 mm wären 50%. Das ist nach einer Woche schon eigentlich zu weit rausgewachsen. Eigentlich. Also ich werde trotzdem jetzt mal wieder brutal auf die 13 runtermähen. Also die Ein-Drittel-Regel wären deutlich weniger Auswuchs. Aber gut. So, man kann es natürlich auch, und das zeige ich deswegen auch immer gerne, mit einem ganz einfachen Zollstock machen, den man hier einfach mal reinsticht. Und dann kann man hier auch so ein paar Halme anlegen.
Hier, der ist zum Beispiel 50 lang, der ist auch 60 lang sogar. So die meisten liegen so zwischen 20 und 30. Kann man auch im Zollstock nachmessen. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, ich will dir jetzt noch mal zeigen, was passiert, wenn man eben gerade hier auf so einer Fläche, wo jetzt eben so lange Halme rausstechen, was passiert, wenn ich hier mit dem Spindelmäher jetzt gleich rüber mähe. Hier ist ja so ein Halm, so ein schöner Stiel, nicht ein Halm, so ein schöner Blütenstiel von der Lolium, steht direkt davor. Hier fahren wir jetzt mal rüber, Martina versucht, so ein bisschen tief zu filmen. Und dann fahren wir direkt daneben mal mit dem Stieger auf ungefähr gleicher Schnitthöhe, um mal zu demonstrieren, was passiert. Das sieht jetzt oberflächlich gut aus, ne? Man hat das Gefühl, alles schön gleichmäßig, flach runtergemäht. Aber wenn man jetzt genau hinguckt, und dazu müssen wir mal ein bisschen dichter kommen, dann ist zum Beispiel hier dieser Stängel, dieser Loliumstängel, der ist zum Beispiel überhaupt nicht abgeschnitten. Der ist nochmal umgekippt, dann ist er wieder hochgekommen und da steht er wieder. Und auch andere Gräser, ne? Auch hier sind Gräser auch nur runtergedrückt worden, auch hier nur runtergedrückt worden, die jetzt schon wieder hochkommen. Und das ist kein wirklich gleichmäßiges Schnittbild. Und wenn ich hier so ein bisschen rüberstreiche, sieht man, wie viele Gräser hier wieder rauskommen und eben überhaupt nicht auf einer Höhe geschnitten sind. Oder hier, ne, hier auch nochmal eine, der Rohrschwingel, der Rundinacea, ne, auch so ein Rohrschwingelblatt, zack, umgelegt, liegt flach. Also vieles wird nur flach gedrückt und wird mit diesem Spindelmäher nicht richtig abgemäht. Und das ist genau ein Riesenproblem, wenn man nur ein Spindelmäher hat. Ich sage immer, man braucht auf jeden Fall noch einen gut schneidenden Sichelmäher, der auch tatsächlich ein bisschen tiefer mäht. Der Stieger, der mäht richtig toll tief, richtig cool. Da kann man weit mit runter mähen, das kann nicht jeder Mäher. Aber man muss einen Sichelmäher haben, auch einen saugenden Sichelmäher, um Gräben, gerade wenn das Gras mal ein bisschen rausgewachsen ist, wenn es ein bisschen flach liegt, mal wieder hoch zu saugen und dann sauber auf eine Höhe abzumähen. Also so ein Sichelmäher ist auch wirklich keine schlechte Lösung. Wenn das Messer immer sehr scharf geschliffen ist, dann ist der Schnitt auch nicht schlecht. Die Spindelmäher funktionieren, das sage ich ja mal wieder, aus meiner Sicht nur ja, weit unter 20 mm Schnitthöhe. Richtig interessant wird es beim Spindelmäher, ich sage mal so ab 15 mm Schnitthöhe bis eben zu ganz kurz geschnittenen Rasenflächen wie so ein Golfplatzgrün. Da kommt der Spindelmäher so richtig durch. Also für hohes Gras gibt es da durchaus Probleme. Auch hier, ne, wenn man das hier sieht, diese Gräser hier, das schafft kein Spindelmäher. Auch kein Profispindelmäher, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Jetzt sehen wir mal auf hoffentlich halbwegs gleicher Schnitthöhe den Sichelmäher mit Walzenantrieb und mähen nochmal direkt daneben eine Spur und schauen uns das dann an. Wir starten. So, gut, das war noch nicht tief genug. Das war noch nicht so ganz so tief, aber das macht auch nichts. Da fehlt jetzt hier noch, würde ich mal sagen, ein guter Zentimeter. Ich kann hier mal ganz kurz mein Höhenmesser holen, damit ich genau weiß, was ich jetzt hier abgemäht habe. Hier bin ich jetzt runtergegangen. Ja, also viele Halme sind unter 15. 13 war ja die eingestellte Schnitthöhe und hier bin ich ja noch so bei 20, 22 mm deutlich gleichmäßiger. Das kann man übrigens sehr gut sehen, wenn man diesen Schnitthöhenmesser umdreht und dann durch den Spiegel über die Fläche peilt, dann sieht man sehr gut, ob da viele Halme noch hochstehen oder ob es sehr gleichmäßig geschnitten ist. Und wenn ich jetzt hier gucke, Katastrophe. Katastrophe. Ich weiß nicht, ob du es einfangen kannst. Kannst du mal versuchen. Super. So, hier sieht man jetzt, ne, das ist der Spindelmäherschnitt. Wie viele Gräser, wie viele Halme hier noch hochstehen. Überall. Das sieht sehr, sehr ungleichmäßig aus vom Schnitt. Hier die Arundinacea, hier zack, steht dick raus. Das ist genau der Nachteil. Ne, wenn das Gras weit rausgewachsen ist, dann kriegt der Spindelmäher die langen Halme nicht abgeschnitten. Ein Sichelmäher ist da tausendmal besser. Gehen wir mal rüber. Zu weit, ein bisschen zurück. Hier Mitte, hier, da, ja, da ist gut. So, genau.
So, das ist jetzt hier zwar ein bisschen höher von der Schnitthöhe, aber hier ist, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, die Schnitthöhe deutlich gleichmäßiger. Hier steht jetzt nicht mal irgendein Halm noch so richtig weit hoch. Gut, hier ist jetzt der Übergang. Also das ist deutlich besser. Und was kann man jetzt tun? Das zeige ich euch jetzt. So, ich mähe jetzt einfach hier nochmal mit dem Segelmäher nochmal eine zweite Bahn hier bis zum Rand. Zack. Sehr schön. Jetzt haben wir hier Spindelmäher, Sichelmäher. Und was man jetzt natürlich machen kann, jetzt habe ich hier quasi vorgeschnitten. Ist gar nicht so schlecht, nicht ganz zu tief runter zu gehen auf die Schnitthöhe für den Spindelmäher. Das war jetzt so 20 bis 25 mm Schnitthöhe. Und jetzt kann ich natürlich hier mit dem Sichelmäher nochmal rüber gehen, um dann den perfekten gleichmäßigen Schnitt zu erzeugen. Und das mache ich jetzt. Und jetzt werde ich nicht nur rüber mähen, sondern ich werde auch noch gegen mähen. Also ich habe ja hinten eine Walze dran, auch beim Stieger. Die Walze kippt natürlich das Gras in eine Richtung, deswegen sieht das so schön dunkelgrün aus. Und jetzt mähe ich gegen die Kipprichtung des Grases mit dem Spindelmäher, sodass ich das Gras, was so ein bisschen umgekippt ist, mit dem Spindelmäher von der anderen Seite schön mit aufnehme. Mit dem Untermesser. Los geht's. Weg hier. Hier nochmal genau in der Mitte. Da geht richtig was runter, richtig was weg. Ja, das ist natürlich jetzt brutal. Ne? Also das jetzt im Vergleich zu der ersten direkt gemähten Fläche. Boah, erstmal ist der Schnitt noch ein bisschen tiefer, weil ein bisschen weniger Gras natürlich jetzt auf der Fläche liegt und der Spindelmäher dadurch ein bisschen tiefer sackt. Also ist der Schnitt ein bisschen noch mal runtergegangen. Wir gucken gleich noch mal in unseren Spiegel von der Schnitthöhe her. Ja, bin ich jetzt tatsächlich bei 13 mm. Gucken wir uns die stehen gelassenen Halme an. Ja, das ist schon nicht schlecht. Auch hier stehen immer noch ein paar Halme hoch, also hat nicht jeden Halm geschnitten. Das ist einfach so beim Spindelmäher. Aber ein Unterschied zwischen links und rechts, wirklich wie Tag und Nacht. Ich hoffe, du kriegst das nochmal auf den Film gebannt. So, das ist jetzt hier die nachgemähte Rasenfläche. Und die sieht jetzt schon richtig super aus, richtig gleichmäßig. Auch nicht jeder Halm ist hier geschnitten. Im Vergleich zu der alten Fläche, also das ist der Wahnsinn. Ne? Wenn ich diese Fläche mal dann im Vergleich dazu mir angucke, erstmal höher, grundsätzlich höher und deutlich ungleichmäßiger. Also auch jetzt hier, wenn man von oben drauf guckt, ein Unterschied schon wie Tag und Nacht. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man hier mit dem Sichelmäher und dann mit dem Spindelmäher eine richtig schöne, gleichmäßige Fläche erzeugen kann. Was macht ihr nun, wenn ihr keinen Sichelmäher habt? Ihr habt nun Spindelmäher, das Gras ist rausgewachsen, ihr mäht das erste Mal drüber. Ganz viele Halme sind stehen geblieben. Ja, jetzt könnt ihr zumindest Folgendes tun. Ihr könnt nochmal gegenmähen. Das heißt gegenmähen, gegenmähen habe ich eben schon erklärt. Also wir sind ja von rechts nach links aus meiner Sicht hier einmal längs gefahren. Das Gras hat sich durch die Walze, durch die Frontrolle hat sich nach vorne umgelegt. Und wenn ihr jetzt von der anderen Richtung, also gegen die helle, gegen die dunkle, Entschuldigung, jetzt, ihr seht das jetzt von hier dunkel. Und wenn ihr jetzt gegen die dunkle Rasenbahn mäht, also gegen mäht, gegen den umgekippten Halm mäht, dann könnt ihr tatsächlich dann relativ gut noch deutlich mehr Halme wegschneiden mit einem Spindelmäher. Und das mache ich jetzt auch noch mal. Jetzt gucken wir uns mal hier diese Fläche an, wenn ich gegen mähe und schauen wir mal, ob das nicht doch ein bisschen was bringt. Ja, kommt noch ordentlich was runter. Ja, und das wird deutlich besser. Das sieht man jetzt schon gleich hier vom ersten Blick. Nicht so gut wie rechts. Ich finde, rechts ist noch gleichmäßiger. Links ist deutlich besser, aber rechts erst Sichelmäher, dann Spindelmäher ist super aus meiner Sicht. Mit dem Spindelmäher gegengemäht
ist schon ziemlich gut. Wir fangen das mal ein hier gleich. Oh ja, ja, das ist super. Das ist jetzt hier zu der linken Fläche jetzt auf dem Spiegel. Den Spiegel betrachtet, kein großer Unterschied mehr. Jetzt habe ich die Chance. Ja, das ist schon auch jetzt deutlich besser. Aber ne, hier Halme, die jetzt auch quer umgekippt sind, die sind natürlich noch nicht so gut weggeschnitten. Und auch hier natürlich ganz klar, je öfters ihr rübermäht in verschiedene Richtungen, ne, ihr habt 4 verschiedene Mährichtungen, kreuz, quer und dann diagonal. Je öfter ihr auch in verschiedenen Richtungen immer wieder rübermäht, jeden Tag, wird natürlich dann immer die Rasenfläche immer besser, immer gleichmäßiger, immer dichter, immer schöner. Yeah! Gut. Gut. Warum hast du diese Fläche jetzt so oft gemäht? Ja, nur damit das gleichmäßig aussieht. Nur, dass das einfach hier, dass die Streifen wieder schön sind. Guckt euch das an. Das ist doch auch mega cool. Ich sage ja immer wieder, ich verstehe nicht, warum diese Rasenmäherindustrie nicht mehr von solchen Sichelmähern mit Walzenantrieb anbietet. Das ist für mich tatsächlich der perfekte Kompromiss. Das ist für mich tatsächlich grundsätzlich für den normalen Rasenfreak die absolut coolste Lösung. Ein robuster Sichelmäher mit Walze, macht fantastische Streifen, der auch noch gut tief mähen kann. Der mäht hier richtig gut tief, der Stieger. Dann noch mit Akku. Was will man denn mehr? Ja klar, das Messer muss hochwertig sein. Es muss gut geschliffen sein. Aber ich sag mal, bis zu einer Schnitthöhe 20, 15 mm. Wenn ihr natürlich einen ebenen Boden habt, das ist das Problem. Ein ebener Boden, weil der skalpiert, wenn man eine Welle hat. Das ist ein Problem. Das kann ja nicht gut. Also Welligkeit, Unebenheiten, dann zack, skalpiert. Also das ist der einzige große Nachteil. Aber sonst ist das ein super Kompromiss. Und ich verstehe nicht, warum es so wenige Geräte nur auf dem Markt gibt. Hier gerade in Deutschland, in den deutschsprachigen Bereichen. England ist es ein bisschen anders. Da gibt es ein paar mehr von diesen Geräten. Warum können wir nicht mehr von diesen Geräten kaufen? Und die sind auch teurer als normaler Sichelmäher, aber bei weitem nicht so teuer wie so ein Sportman oder wie so ein Allet, wie so ein hochwertiger Spindelmäher. Da kostet noch nicht mal die Hälfte so ein Gerät. Und ja, das wollte ich auch mal hier ein bisschen in diesem Video vermitteln, dass der Spindelmäher nicht immer das Nonplusultra ist, dass er Probleme hat, dass er nicht alles gut kann und dass eben auch unbedingt so ein Sichelmäher
in der Garage stehen muss, damit man hier ja in solchen ja, Situationen, wo man mal nicht so oft mähen kann, auch den Rasen schnell wieder schön kriegt und vor allen Dingen auch alle Halme abschneiden kann. Und das kann der Spindelmäher eben in manchen Situationen nicht. Der ist für ganz kurz geschnittene Flächen da und da muss man immer da sein. Wenn man eben nur ein Spindelmäher hat, dann kann man keine Woche in Urlaub fahren. Dann muss man jeden Tag, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag spätestens mähen. Und sonst wird es dann wirklich schwierig. Ja, cool. So. Ich denke, das war's soweit mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Euer Rasenfreak sagt danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Ich mähe jetzt weiter.